Herzlich willkommen, ihr lieben Wassermänner. Ich begrüße euch ganz herzlich bei Kings and Queens Tarot und eurem allgemeinen intuitiven Monatsreading für den April 2022. Ich hoffe, ihr hattet einen ganz tollen Start in diesen Frühling und auch in das neue astrologische Jupiterjahr diesmal. Also Jupiter, da hatte ich ja öfter auch schon so ein bisschen was angekündigt bzw. erzählt darüber. Und der hat jetzt noch mehr Rückenwind sozusagen bekommen und nimmt an Fahrt auf. Und ja, diese Aprillegung kann durchaus auch so ein bisschen wie eine Jahreslegung sein. Wie gesagt, ist jetzt auch ja, der Beginn des neuen astrologischen Jahres. Aber schauen wir einfach mal, was die Karten so zeigen. Und ja, ansonsten wie immer an dieser Stelle als allererstes mal noch ein ganz herzliches Dankeschön an all die wunderbaren Seelen da draußen, die den Kanal unterstützen. Ich freue mich sehr, dass ihr den Kanal abonniert, dass ihr die Videos liked. Und ich freue mich natürlich unglaublich über diese fantastischen Kommentare und auch die tollen Botschaften, die mich per E-Mail erreichen, per Post erreichen. Und ein ganz besonders herzliches Dankeschön auch immer wieder an die Menschen, die den Kanal mit Spenden unterstützen. Ja, wenn du jetzt zum allerersten Mal mit dabei bist, ich erzähle immer noch so ein bisschen was hier zu der Legung, weil es eben ja auch eine allgemeine und auch intuitive Legung ist, kann das natürlich bedeuten, dass sich nicht jeder hier wiederfindet. Wenn du also das Gefühl hast, dass du ja dir ergänzende Botschaften vielleicht auch wünschst oder ja auch das Gefühl hast, dass die Legung nicht so ganz deine Lebenssituation anzeigt, dann bist du herzlich eingeladen, dir eins der anderen Videos anzuschauen zu deinem Aszendent, zu deinem Mond oder auch zu deiner Venus. Oder wenn du ganz konkrete Fragen hast, kannst du natürlich auch gerne mal unten in die Videobeschreibung schauen und dort findest du den Link zu meiner Website. Darüber kannst du mich sehr gerne dann auch direkt kontaktieren. Die Themen, die ich anspreche, sind für gewöhnlich berufliche Themen und auch Beziehungsthemen, Beziehungsthemen jeder Art, also jede zwischenmenschliche Beziehung, nicht eingeschränkt auf romantische Situationen. Manchmal sind die Legungen auch sehr spirituell. Und noch zum Abschluss, Entschuldigung, Königinnen und Könige, auch der Herrscher und die Herrscherin sind geschlechterunabhängig in diesen Legungen und können andere Personen anzeigen, aber durchaus auch eure eigene Energie wiedergeben. Dabei zeigen die Königinnen also eher so die Innenschau an, wie ich innerlich mit einem Thema umgehe. Und die Könige, die verweisen auf meine äußere Handlungsebene. Ja, ich hoffe, alles Wichtige habe ich jetzt erwähnt und die Karten haben sich auch gezeigt. Die erste Karte lese ich als Themenkarte und bei euch hat sich hier der Bube der Schwerter gezeigt, der natürlich auch einiges an Wassermann-Energie in sich trägt. Es ist der neugierige Bube, die heißt auch die Spionkarte. Es geht allerdings nicht zwingend darum, jemanden hinterher zu spionieren, sondern das hat mehr mit Informationsbeschaffung oft zu tun. Man interessiert sich für ein bestimmtes Thema, ist neugierig, versucht da möglichst viel ja, hilfreiche Informationen vielleicht zu bekommen, vor allem wenn ihr in irgendeiner Form in einer Umbruchsituation seid oder in einer Entscheidung steht und ja, die Informationen, die hier eventuell dann zu euch kommen, können dann euch natürlich unterstützen in diesem Entscheidungsprozess. Der kann auch mit Kommunikation zu tun haben, der verkörpert auch so ein bisschen das Internet, die neuen Medien, Social Media. Ja, kann hier also auf Austausch hinweisen. Ja, das sind mal, denke ich, so die Felder, die der Bube der Schwerter abdeckt. Wie immer lege ich ja auch Klärungskarten noch dazu. Die geben immer noch mal so ein bisschen genauere Hinweise. Aber ich denke, ja, der April könnte für euch ein Entdeckermonat sein oder eben auch sehr von Kommunikation erfüllt. Okay, wir haben zwei Klärungskarten dazu, nämlich die Löwekarte, die Kraft und auch die 9 der Kelche. Ganz interessant, ich würde die auch glatt mal so rum anordnen, weil die 9 der Kelche, die lese ich hier fast so ein bisschen auch in ihrer ambivalenten Bedeutung, niedere Schwingungsebene, da kann sie manchmal so ein bisschen mit Illusionen zu tun haben, die kann auch Verdrängungsenergien anzeigen, könnte also sein, dass das hier so ein bisschen eine Situation oder auch eine Haltung von euch beschreibt, die in der Vergangenheit vorherrschend war und ihr jetzt aber gewillt seid, sozusagen hier hinter den Vorhang mal zu schauen, euch wirklich in der Tiefe mit was auseinanderzusetzen.
auseinanderzusetzen, euch nicht mit, wie gesagt, eher vagen Ideen, vagen Vorstellungen, gewissen Illusionen vielleicht eben auch zufrieden zu geben, sondern ihr fühlt ja den Dingen hier wirklich so ein bisschen auf dem Zahn. Und ich denke, auch die Kraftkarte könnte genau das anzeigen, weil die ja auch mit Analyse zu tun hat. Man schaut wirklich ganz genau hin, hat den Mut, ganz genau hinzuschauen und kann aber aus diesen konkreten Ansätzen, aus diesen konkreten Informationen heraus auch wieder Kraft schöpfen, weil man einfach ganz genau weiß, womit man es zu tun hat. Oft sind ja eher diffuse Ideen oder eben nicht so ganz klare Bilder, die dafür sorgen, dass Ängste aufkommen, und die kann man dann ganz gut in den Griff kriegen, wenn man wirklich weiß konkret, womit man es zu tun hat. Gleiches gilt auch für die kommunikative Ebene. Hier könnte es durchaus sein, dass ihr euch vielleicht gescheut habt oder euch nicht so wirklich getraut habt, eine bestimmte Kommunikation zu führen oder auch eine konkrete Person vielleicht anzusprechen, aber jetzt im April genau diesen Mut habt, das vielleicht hier zu verändern und dadurch auch bestimmte Dinge ins Laufen zu bringen. Ich hatte die zweite oder möchte jetzt auch die zweite Bedeutungsebene der Neun der Kelchen noch ansprechen. Die kann auch mit Wünschen bzw. Wunscherfüllung zu tun haben. Auch hier könnte es durchaus sein, dass ihr einen großen Schritt nach vorne geht, indem ihr also nicht mehr so um bestimmten Wunsch drumherum schleicht, weil einfach so viel Unsicherheit da ist. Ich denke, auch hier möchtet ihr wirklich ganz konkret wissen, ist das realistisch vielleicht für mich oder was ist auch vielleicht notwendig, um mir einen bestimmten Wunsch zu erfüllen. Ja? Also generell denke ich, hat es viel mit wirklichen Fakten und konkreten Informationen oder auch konkreter Kommunikation zu tun. Ja, dann haben wir also hier die Sonnenkarte. Also immer wenn die Sonnenkarte und die Königin der Münzen so nah beieinander auftauchen, da schaue ich ganz gerne zweimal hin, weil diese Kombination durchaus mit dem Thema Schwangerschaft in Verbindung stehen könnte. Also wahrscheinlich nicht für alle, die zuhören, aber ich erwähne es einfach mal. Ja, auch da könnte was in dieser Richtung für den einen oder anderen eine Rolle spielen. Davon unabhängig allerdings ist die Sonnenkarte eine Karte, die mit dem inneren Glück zu tun hat, mit innerer Freude, mit Lebenskraft. Und ja, also ich könnte mir vorstellen, dass hier dieser mutige Anfang, diese mutigen Anfangsmomente, diese mutigen Schritte, die sich hier ankündigen, in Richtung Erfülltheit also gehen, in Richtung innerer Freude. Wie gesagt, hier schwingt auch so ein bisschen das Thema Wunscherfüllung mit. Und es könnte durchaus sein, dass ihr jetzt auch neue Fokuspunkte für euch vielleicht setzt oder die Fokuspunkte ein bisschen klarer für euch sind. Beziehungsweise auch euch einfach klar ist, woran ihr euch orientieren wollt. Und das ist wahrscheinlich genau diese Herzensfreude, die sich hier zeigt. Ja, egal, ob ihr mit Beziehungsthemen oder mit beruflichen Themen zu tun habt oder auch mit anderen Lebensbereichen. Ich denke, ihr orientiert euch ganz, ganz stark zukünftig daran. Macht mir das Freude? Fühlt sich das für mich richtig an? Gewinne ich Energie vielleicht auch dadurch? Ja, auch dadurch, dass wir hier zweimal Löwe-Energie haben, könnte eine Löwe-Person möglicherweise auch eine besondere Rolle spielen für euch in diesem Monat. Ja, dann haben wir gleich nochmal den Bube der Schwerter als Klärungskarte dazu. Oh, und der Teufel. Ja, das ist eine interessante Kombination. Auch hier, denke ich, gibt es verschiedene Bedeutungsebenen, die sich hier anzeigen. Ich hatte gerade schon erwähnt, ja, es könnte durchaus sein, dass ihr neue Fokuspunkte für euch setzt, auch vielleicht als Motivation bestimmte Entscheidungen zu treffen. Was euch vermutlich von dieser Teufelenergie auch so ein bisschen rauslösen könnte, die hat eben oft mit dem Thema Ängste und Zweifel zu tun.
Unentschlossenheit, die Unfähigkeit manchmal sogar Entscheidungen zu treffen, weil man sich was nicht wirklich zutraut oder weil, wie gesagt, bestimmte diffuse Ängste einen zurückhalten, oder auch ja, vielleicht Glaubenssätze wie ich kann nicht, ich darf nicht und so weiter. Und hier bringt vermutlich aber dieser Bube der Schwerter Klarheit rein, wie gesagt, klare Fakten, klare Informationen, die euch dann vielleicht genau helfen, aus diesen diffusen Ängsten auszusteigen, ja, und dann also hier auch zu sagen, ich lasse mich nicht mehr oder ich halte mich vielleicht auch selbst nicht mehr ab von meinem eigenen Glück. Ich komme jetzt auch ein bisschen mehr in dieses Vertrauen, einfach weil ich konkretere Dinge an der Hand habe, mit denen ich arbeiten kann, mit denen ich vielleicht eine neue Vision kreieren kann oder klarer weiß, in welche Richtung ich mich bewegen möchte. Ja. Ja, ich denke, der Bube der Schwerter ist wie eine Strategie, ja, euch von diesen Ketten hier zu lösen. Einen anderen Aspekt möchte ich trotzdem auch noch ansprechen, weil auch sogar der Teufel hohe Schwingungsebenen haben kann. Der kann mit starken Anziehungskräften zu tun haben, einfach eine hohe Energie zwischen zwei Personen auch anzeigen. Und weil hier also die Sonne dahinter steht, könnte das für den einen oder anderen auch durchaus der Fall sein, dass sich hier möglicherweise neue Kontakte ankündigen, ja, die aber ja die wirklich eine starke Anziehungskraft einfach verkörpern. Die nächsten beiden Karten, die sich hier zeigen, die Welt und die Acht der Kelche, beide weisen auf Veränderungen hin, vor allem die Welt, also auf tiefgreifende Veränderungen, Wandlungsprozesse. Und ich denke, das hier ist auch ein Weg, der sich über einen längeren Zeitraum schon hin angekündigt hat, entwickelt hat und möglicherweise jetzt so im April auch eine gewisse Eindeutigkeit eben reinkommt. Könnte durchaus hier im Zusammenhang stehen mit dieser Teufelenergie. Die kann nur konkrete Personen anzeigen. Es könnten Beziehungen sein, die nicht so ganz glücklich sind, von denen man aber irgendwie auch schwer wegkommt. Es kann ein Arbeitsplatz sein. Wie gesagt, also hier sind oft gewisse Abhängigkeiten, können hier im Spiel sein. Irgendwas, was einen so ein bisschen unfrei fühlen lässt. Ja. Und mir scheint, für einige könnte das was sein, wo ihr schon länger diesen Versuch unternehmen wollt. Ich möchte mich lösen davon. Was immer das ist, ob das innere Ängste, innere Zweifel sind oder ob das Situationen im Außen sind, bei denen ihr schon länger das Gefühl habt, tut mir nicht gut, damit fühle ich mich nicht mehr wohl, ich brauche irgendwie eine Veränderung. Und mir scheint, die kommt auch, ja. Wie gesagt, ich denke, das geht schon länger so. Und nochmal hier mit diesen beiden aus starken Löwekarten, die könnten wirklich ausdrücken, dass ihr jetzt die Kraft habt, ja, wirklich diesen entscheidenden Schritt nach vorne zu gehen, für euch klare Entscheidungen zu treffen und hier wirklich einen langfristigen Prozess auch zum Ende zu bringen. Ja, vielleicht noch ein Aspekt dieser Weltkarte, ja, weil die eben auf der hohen spirituellen Schwingungsebene auch mit dem Thema innere Versöhnung zu tun hat, auch innere Heilungsprozesse anzeigen kann, innerer Friedensschluss, ja. Und wenn uns das fehlt, dann kann, das ist immer so ein ganz guter Ansatzpunkt hier für so eine Teufelenergie. Und wir hatten ja auch mit der 9 der Kelche schon eine Karte, die mit Illusionen zu tun haben kann. Okay, ja, mystische Energien hier. Die Hohepriesterin, was ich ganz interessant finde, weil sich der Bube der Schwerter ja zweimal schon gezeigt hat. Und wie gesagt, der gilt ja auch als die Spionkarte, während die Hohepriesterin die Geheimnishüterin ist. Also irgendwas wird euch klar oder kommt ans Licht. Ja, das können natürlich auch Einflüsse von außen sein, bestimmte Situationen, bestimmte Themen, bestimmte Verbindungen, bei denen ihr vielleicht länger schon spürt, ich sehe hier nicht den ganzen, alle Aspekte oder das ganze Bild. Aber mir scheint, wenn euch hier noch Puzzleteile gefehlt haben bisher, kommen die im April zu euch, ja, und das ganze Bild wird dann auch sichtbar und
dadurch, dass ihr jetzt wirklich den Durchblick sozusagen habt, ja, könnte es durchaus sein, dass euch hier der Absprung dann auch aus vielleicht nicht so ganz förderlichen Situationen oder Umständen gelingt. Ja, außerdem, zweite Ebene der Hohepriesterin ist die Karte der Herzstimme. Auch das, denke ich, hier ein ganz wichtiger Aspekt, weil hier auch noch eine zweite Herzstimmenkarte auftaucht, die Gerichtkarte. Da wird die Herzstimme auch dann schon so ein bisschen drängender. Also ich denke, ihr seid gewillt, hier bestimmten inneren Impulsen tatsächlich Gehör zu schaffen. Für manche sind es auch wirklich Warnhinweise, die sich bemerkbar machen und die möglicherweise lauter werden und laut genug werden, dass sie euch die Kraft geben, hier euch auf Veränderungen einzulassen. Ganz spannend finde ich hier auch diese 10 der Münzen. Das ist eine Karte, die hat sich in mehreren der Monatslegungen hier für den April gezeigt, also auch bei anderen Sternzeichen. Und zwar sehr stark in der Bedeutung von was sehr Traditionellem. Ja, das können manchmal Einflüsse aus dem familiären Umfeld sein. Ja, also mehr Glaubensmuster, Denkmuster, die wir so übernommen haben aus unserer Erziehung, auch aus der sonstigen sozialen Prägung, Konditionierung. Es können aber auch alle langfristigen Bindungen zu anzeigen, ja, also langfristige Arbeitsplätze, langfristige Partnerschaften und Ehen. Allerdings in einer Form, ja, die uns mehr und mehr vielleicht eingeschränkt haben, über die ihr euch selbst vielleicht hinaus entwickelt habt, ja, aber entweder der Mut gefehlt hat, da in so eine Art Konfrontation zu gehen, sich davon zu befreien. Ja, also ich habe den Eindruck, dass auch an dieser Stelle und für euch in dieser Bedeutung sich zeigt. Ja, es ist was, was mal Gültigkeit hatte, vielleicht auch eine gewisse Stabilität für euch ausgemacht hat, aber sich zunehmend sehr einengend für euch entwickelt hat. Ja, das kann sich dann manchmal, diese Stabilität, die kann dann ja sehr verknöchern, verhärten und sich anfühlen wie ein Korsett, in dem man gar nicht mehr atmen kann. Und nochmal die Welt, also ja, ich denke, hier geht es um langfristige Situationen, langfristige Verbindungen in irgendeiner Form, von denen ihr euch jetzt aber lösen könnt. Und nochmal, ihr findet hier auch viel stärker zu euch selbst. Das könnten auch so Situationen sein, ja, wo ihr euch fast wie in einer gewissen Weise vielleicht sogar selbst verleugnet habt oder Teile von euch verleugnet habt, um Erwartungshaltungen von außen zu befriedigen. Ja, aber dieses Spannungsfeld wird vielleicht jetzt so stark oder ist schon so stark, dass ihr spürt, okay, also damit kann ich in der Form jetzt nicht weiter umgehen, es nicht einfach weiter ertragen. Ich brauche jetzt eine Eindeutigkeit eben auch für mich. Ja, dann haben wir, wie gesagt, hier die Karte schwieriger Aufbruch. Auch die kann wirklich ausdrücken, dass der Status quo jetzt vielleicht nicht ganz mega dramatisch ist. Ja, da muss nicht die totale Krise sich hinter verbergen. Worauf es bei der Karte aber ankommt, ist das, was euch wirklich am Herzen liegt, was für euch wahrhaftig ist, in der Situation, in diesem Status quo nicht vorhanden ist. Auch diese Karte hat ganz viel mit dieser Kraftenergie zu tun, zeigt also auch an, dass man jetzt wirklich den Mut hat, sich auf Veränderungen einzulassen und auch wirklich ganz aktiv danach sich auf die Suche macht, vielleicht, ja, was das Richtige für einen selbst ist. Ja,
Also jetzt hatten wir zweimal die Weltkarte und gleich danach zeigt sich der Narr gefolgt vom Rat des Schicksals. Ja, da gibt es eigentlich kaum noch Zweifel. Hier ist absoluter Neustart angezeigt. Der Narr, auch das eine Uranuskarte, also auch durchaus viel Wassermann-Energie hier drin. Und das Rad des Schicksals, ja, auch das steht für tiefgreifende Veränderungen, aber mit dem Wollen und Mitgestalten, ja, ich nenne die auch ganz gerne, sich mit dem Fluss bewegen oder auch, ja, Karte, Entschuldigung, der Synchronizität, ja, weil jetzt Dinge zusammenfinden, die zusammengehören, sprich innerer Wunsch mit der Fähigkeit, das auch wirklich bewusst zu gestalten. Und das, die geistige Welt bereitet aber auch sozusagen oder gestaltet ja diesen Weg auch für euch mit. Ja? Deswegen denke ich, sind auch diese beiden Herzenergiekarten oder Herzstimmenkarten hier so wichtig, weil wir die innere Offenheit brauchen, auf diese Impulse zu achten, die wahrzunehmen, ja, weil das eben nun mal einer der Wege ist, über den die geistige Welt mit uns kommuniziert und ja, uns letztendlich Wegweiser ja dadurch bietet, ja, für bestimmte Chancen, für bestimmte Möglichkeiten, uns darauf hinweist, wann wir am richtigen Ort sind, also ja, zu welcher oder dass wir zur rechten Zeit am rechten Ort sind, ja, zum Beispiel. Ja, also hier ist ganz, ganz viel Aufbruchstimmung, hier ist auch ganz viel Wollen für Veränderung, Bereitschaft für Veränderung und ich denke auch ein sehr aktives Handeln in diese Richtung. Ja, Königin der Münzen, ich hatte sie vorhin ganz kurz schon mal angesprochen. Also bei einigen können hier Schwangerschaften mit eine Rolle spielen in diesem ganzen Prozess. Aber auch hier davon ab unabhängig hat die Königin der Münzen oft mal mit so einem inneren Rückzugsprozess zu tun. Auch der oft bewusst gewählt, um innere Klarheit zu finden. Auch die trägt sehr viel Heilungsenergie in sich. Ja, man möchte sich gar nicht so sehr mehr vom Außen beeinflussen lassen, sondern man sucht hier ganz bewusst den Kontakt zu sich selbst. Bedeutet nicht zwingend, dass ihr euch total abschotten müsst vom Außen, ja, aber ich denke, es kann sehr unterstützend sein, wenn ihr euch immer wieder mal so Ruhephasen, Ruheinseln in eurem Leben gönnt, wo ihr euch auch ganz bewusst hier mit diesen inneren Prozessen auseinandersetzen könnt. Vielleicht noch ein Aspekt zu dieser Königin der Münzen. Ja, weil auch diese 10 der Münzen sich hier gezeigt hat. Die kann in der niederen Schwingungsebene auch anzeigen, dass man zu sehr an materiellen Sicherheiten oder scheinbaren materiellen Sicherheiten geneigt ist, festzuhalten. Achtet vielleicht so ein bisschen darauf, dass ihr nicht aus den falschen Gründen doch an einer Situation festhaltet, über die ihr euch in irgendeiner Form hinweg entwickelt habt. Ja, okay. 5 der Münzen und das Ass der Münzen. Ja, also ich denke, dieser Heilungs- und Rückzugsaspekt, der steht hier ganz stark im Vordergrund. Und diese 5 der Stäbe ist die Karte der Konkurrenz. Es geht aber oft gar nicht so sehr um Konkurrenz zwischen Menschen oder Ansichten, sondern es ist durchaus eine sehr kreative Karte, die eben anzeigen kann, vor allem wenn solche Ruheenergien, Ruhephasen, reflektierende Energien sich anzeigen, dass man sich mit verschiedenen Ideen, verschiedenen Impulsen, verschiedenen Möglichkeiten auseinandersetzt, da auch erstmal, wie gesagt, dann Informationen vielleicht sammelt, mit verschiedenen Menschen darüber sich austauscht, um zu einem späteren Zeitpunkt klare Entscheidungen treffen zu können. Ja, und hier öffnet sich dann auch noch eine weitere Tür, also geht ganz in die Energie, die wir ja oben auch schon gesehen haben mit diesem Ass der Münzen. Möglicherweise ist euch auch bewusst, dass es sich lohnt, ja, sich Zeit zu lassen in diesem Entscheidungsprozess, weil die Entscheidungen, die hier mitschwingen im Hintergrund, ja,
wahrscheinlich eine langfristige Auswirkung haben und es von daher vielleicht ganz sinnvoll ist, wirklich klar zu sein und gewiss zu sein, dass man dann auch die richtigen Entscheidungen trifft. Wir haben gleich noch eine Karte, die eher mit Rückzug zu tun hat, mit Reflexion auch zu tun hat. Das ist die Karte der Meditation und auch der Vision. Oft eine Energie oder eben eine reflektive Energie, die eher so ein bisschen sich mit Vergangenem beschäftigt, dass man auch vergangene Erfahrungen, vergangene Situationen zum Abschluss bringen kann innerlich und dann aber sich eben auch in Richtung Zukunft neu orientieren kann, sich mit neuen Visionen beschäftigen kann. Ja, das ist auch eher so eine, geht eben auch eher so ein bisschen in die kreative Energie. Also auch hier geht es gar nicht zwingend darum, schon ganz konkrete Entscheidungen zu treffen, sondern sich eher da mal fast auf die spielerische Art und Weise reinfallen zu lassen. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt für mich? Was möchte ich aber eben auch vielleicht? Und dann ja, fast so eine tagträumerische Karte ist das im Prinzip. Auch durchaus konstruktive und auch fokussierte gedankliche Prozesse sind damit angezeigt. Noch ein Aspekt, die kann auch mit Kommunikation zu tun haben, allerdings eben eine eher eingeschränkte Kommunikation, Kommunikation auf Minimalmaß oder auch eine ganz eingeschlafene Kommunikation, also Abbruch von Kommunikation, könnte im Zusammenhang hier mit dem Teufel stehen, kommt dann aber auch stark darauf an, was eure Grundsituation dahinter ist. Ja. Okay. Ja, also ich denke, diese reflektive Energie, von der ich gesprochen habe, sehen wir auch hier nochmal so ein bisschen in dieser 7 der Münzen. Auch die könnte noch mal eine Bestätigung dafür geben, dass es sich hier um eine Situation handelt, die einen langen Vorlauf hatte, eine lange Entwicklungsphase hatte, viele wahrscheinlich nicht so ganz erfolgreiche Versuche, Kompromisse zu schließen, auszuhalten, die Dinge zum Besseren zu wenden, ohne drastische Veränderungen. Und ich denke, das ist nicht so ganz geglückt, ja. Ich denke, ihr seid jetzt wirklich bereit, dann aber auch zu sagen, okay, dann ist jetzt wirklich auch die Zeit, hier einen klaren Abschluss zu machen. Ja, ich denke, die Todkarte lässt da auch wenig Zweifel dran, dass ihr auch wirklich jetzt spürt und euch gewiss seid. Also das geht hier in der Form so nicht mehr weiter. Ritter der Schwerter, auch der trägt natürlich einiges an Wassermann-Energie, viele gedankliche Prozesse, denke ich. Und ich habe den Eindruck, ja, in dem Moment, wo ihr euch klar seid, ich habe keine Lust mehr hier, mich auf Dauer im Hamsterrad zu bewegen und keinen Schritt voranzukommen, immer wieder enttäuscht vielleicht auch zu werden. Da, wo jetzt diese Gewissheit kommt, da löst sich dann auch irgendwie was für euch und es tun sich wirklich auch innerlich sozusagen neue Türen für euch auf. Ihr fangt an, in Richtung zu denken, bestimmte Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, die für euch vorher vielleicht undenkbar waren oder ihr die auch gar nicht wahrnehmen konntet, weil ihr so fixiert wart, so fokussiert auf einen bestimmten, ja, Bildausschnitt letztendlich. Ja, also Gerichtkarte, der innere Weckruf, wie gesagt, also wer immer noch am Zweifeln ist, ja, wer sich hier immer noch so ein bisschen in, ja, Illusionen vielleicht reinträumt, da wird diese Herzstimme mit Sicherheit zunehmend drängender jetzt im April, ja. Und hier sind so viele Karten, die ein klares Ende und einen Neustart anzeigen. Also ich habe den Eindruck, da kommt ihr nicht wirklich dran vorbei. Was bisher sich noch nicht gezeigt hat, ist die Turmkarte, ja, die ja auch für Veränderungen und Wandlungsenergien steht. Allerdings, die werden dann oft eher von außen eingeleitet und können sich dann sehr viel
herausfordernder anfühlen, schockierend manchmal auch, erschütternd, ja. Und wenn man den Turm vermeiden kann, dann ist das gar nicht so schlecht, indem man sich also sozusagen bewusst auf diese Veränderungen auch lässt, Entschuldigung. Und ich denke, die Gerichtskarte, die könnte darauf auch noch mal hinweisen: ignoriert nicht eure inneren Impulse und wie gesagt, auch das, was sich für euch wirklich wahrhaftig anfühlt und die Signale, die aus eurem Herzen kommen, ja. Ja, im Zweifelsfall. Also wie gesagt, es kommt so ein bisschen drauf an, mit wem ihr es zu tun habt und was dieser Teufel für euch ist. Wenn das eine konkrete Person oder vielleicht auch eine Personengruppe ist, die starken Einfluss auf euch hat, ja, und die es vielleicht immer wieder geschafft hat, euch am Ball zu halten, euch in der Hoffnung zu halten, dann könnte es wirklich empfehlenswert sein, hier mal ja, auf Pause zu drücken und diese Kommunikation wirklich auf ein Minimalmaß zurückzufahren oder auch mal ganz radikal abzustellen, damit ihr wirklich das findet, was für euch das Richtige ist. Ja, weil hier ist ja auch noch die Wagenkarte, eine sehr wichtige Entscheidungskarte, und zwar Entscheidung aus eurem freien Willen heraus. Ja. Auch das ist eine Karte, die viel mit Seelenbotschaften zu tun hat. Das ist eine Krebskarte, die hat auch mit dem Thema Neustart zu tun, ja, Altes hinter sich zu lassen. Die hat auch mit dem Thema klarer Fokus zu tun, ja, fokussiert euch auf das, was ihr erreichen wollt, das, was euch erfreut, erfüllt, ja, sozusagen hier diese Sonnenenergie ist auch diese weiße Sphinx, die wir hier auf der Karte sehen, während die schwarze Sphinx dann eher der Teufelenergie entsprechen würde. Ja, und das wäre dann der Fokus auf Ängste, auf Zweifel, auf das Außen, die Erwartungshaltung des Außen an mich, ja. Aber wenn ihr den Fokus darauf haltet, was ihr nicht mehr wollt, oder sozusagen permanent das Alte vor Augen habt, dann ist es schwieriger, was anderes zu manifestieren und wirklich diesen Neustart erfolgreich auch zu gestalten. Deswegen denke ich, ist diese Position hier auch wirklich wichtig, dass ihr euch da, ja, schon rein fühlt, wirklich in diese Vision reingeht, was ihr jetzt gestalten wollt, was ihr aufbauen wollt, wie sich die Zukunft für euch gestalten soll, und zwar unter dieser Energie. Das hier ist sozusagen euer neuer Fokuspunkt, diese Sonnenenergie. Sprich, da, wo euer Herz höher schlägt, da, wo ihr sofort ein Kribbeln verspürt, da, wo ihr spürt, okay, da kommt ein neuer Enthusiasmus in mir auf. Das ist ziemlich sicher auch die richtige Richtung für euch. Und dann kann es natürlich schnell passieren, dass der Verstand dann dazwischen funkt und ja, der alte Zeigefinger wieder hochkommt. Darfst du nicht, kannst du nicht und so weiter. Lass diese Gedanken, diese dunklen Gedanken vorbeiziehen wie dunkle Wolken am Himmel und holt euch die Sonne zurück. Okay, König der Kelche. Könnte eine Person im Außen sein, der König der Kelche kann Freunde anzeigen, eine konkrete oder auch eben mehrere konkrete Personen, die euch hier vielleicht Rückendeckung geben. Ja, der Könige, wie gesagt, können auch eine Handlungsebene anzeigen. Da verweist der König der Kelche auf Handlung in Einheit mit der Herzebene hin. Sprich, die Signale, die ich im Herzen wahrnehme, nach denen handle ich dann auch. Aber ich lege hier erstmal noch Klärungskarten dazu, um noch mal ein bisschen was Genaueres dazu zu erfahren. Okay, ja, ich denke, es ist die Handlungsenergie. Und fünf der Kelche. Ja, Handlungsenergie auf der einen Seite. Ja, ihr seid hier gewillt, euer Glück zu finden,
zu schauen, was erfüllt mich, was macht mich glücklich, was fehlt mir bisher. Ja. Der kann auch mit Gefühlszuständen zu tun haben, kann manchmal auch ein Wechselbad der Gefühle darstellen. Jetzt haben wir also diese fünfte Erkältchen noch dazu, die ja auch in diese Richtung geht, die mit Abschiedsprozessen zu tun hat, auch dementsprechend mit Trauer zu tun haben kann, mit Enttäuschung, mit Frustration auch irgendwo. Aber es ist eben auch eine Wandlungskarte, ja, und es geht hier letztendlich darum, sich diesen beiden Kelchen zuzuwenden, und die beziehen sich auch auf die Karte 2 der Kelchen. Wir sehen diese 2 Kelche auch in eurer Karte, in der Sternkarte. All diese Karten und letztendlich auch das, was hier in der Welt sich schon gezeigt hat, haben mit inneren Heilungsprozessen zu tun, inneren Versöhnungsprozessen zu tun. Ja. Also kann durchaus sein, dass es hier emotional durchaus ein bisschen auf und ab gibt im April. Ja, ich denke, das ist aber absolut normal und in Ordnung, weil, wie gesagt, mir scheint, das geht ja auch schon über einen langen Zeitraum. Und ich denke, ihr setzt euch auch schon lange mit diesen ganzen Ideen und Gedanken und unterschiedlichen Gefühlen auseinander. Und ja. Okay, nächste Karte, also der Hierophant, der Ähnliches verkörpern kann, wie also diese 10 der Münzen, was ich dazu schon gesagt habe. Dinge, die man übernommen hat, gewisse äußere Strukturen, gewisse Glaubensmuster, Denkmuster, Handlungsmuster, die aber eben manchmal ja einfach wie eine Art Routine sind, wie ein äußeres Gerüst, das uns in einer gewissen Stabilität hält. Aber es ist eben nicht die innere Stabilität durch innere Überzeugung, sondern es sind eben die Überzeugungen, Ansichten von außen, Regeln, die von außen aufgestellt worden sind. Und ich denke, die stellt ihr jetzt hier in Frage. Auch so ein bisschen, ja, schaut, haben die Gültigkeit noch für mich? Ist das wirklich was, was mir dient, ja, was mich nährt? Der Hierophant steht unter der numerologischen 5, steht also ganz oft für dynamische Prozesse und auch für Weiterentwicklungsprozesse, Lernprozesse. Auf der hohen Schwingungsebene ist das der spirituelle Lehrer, steht also auch oft für solche Situationen, gar nicht zwingend für konkrete Personen, sondern eher für ganze Situationen oder auch Lebensabschnitte, die herausfordernd sind durchaus, ja, die uns aber letztendlich auch wieder erkennen lassen, wer und was wir selber sind, was wir wollen, an was wir uns orientieren wollen, was wir aufbauen wollen, welche Visionen wir haben. Ja. Ja. Ritter der Münzen, also hier ist es überall, hier sind ganz viele Stoppzeichen. Hier sind wirklich so viele Karten, die anzeigen, ein alter Weg ist nicht mehr, der geht nicht mehr weiter, der führt nicht mehr weiter. Das ist wirklich das Ende von einem alten Weg. Ja, und auch der Ritter der Münzen zeigt das an. Auch er nochmal ein Hinweis, hier geht es um langfristige Entwicklungen, langfristige Prozesse. Ja, und ich denke, hier ist was immer weiter im Sande verlaufen und jetzt wirklich auch zum Stillstand gekommen. In diesem Stillstand, in dieser Ruhephase, ja, da könnt ihr jetzt wieder euch neu sortieren, ja, auch diese die 9 der Stäbe ist eine sehr reflektive Karte, ja, man schaut nochmal, was ist passiert, warum ist es passiert, aus welchen Gründen habe ich mich da vielleicht nicht früher draus gelöst, habe das mitgemacht, wo kommen vielleicht auch diese Ängste her, also das begleitet ja auch diese ganze Legung wie ein roter Faden, dieser analytische Blick. Ja, hier geht es aber auch nicht darum, sich Vorwürfe zu machen, anderen Vorwürfen zu machen, sondern es geht hier wirklich um Lernprozess, um Erkenntnisprozess für sich selbst, damit man diese Erkenntnisse ja auch einsetzen kann in der Zukunft, um vielleicht die Dinge anders zu gestalten. Ja. Und dann haben wir als letzte Karte den Eremit, ja, ganz tolle Karte an der Stelle.
weil hier ihr aus euch selbst Kraft schöpft, euch, wie soll ich sagen, ja, das, was ich hier vorhin als äußeres Gerüst bezeichnet habe, das ist hier die innere Gewissheit, eure innere Wahrhaftigkeit, die euch trägt, ja. Und wir sehen also hier euren Stern leuchten in dieser Laterne, also hat auch direkten Bezug zu der Karte der Stern, der wiederum mit Zukunft zu tun hat, mit der Vision eurer Zukunft, mit euren Bedürfnissen, mit euren Wünschen, mit euren Träumen und Zielen, aber auch mit dem, was euch in eurer Essenz ausmacht, ja, und dass ihr auch ihr selbst sein dürft, ja. Auch hier geht es letztendlich also um diesen Fokuspunkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, der in der Form hier jetzt als Sonne sich gezeigt hat, ja, als inneres Glücksgefühl, als innere Erfülltheit, euch wirklich in euch selbst, mit euch selbst, in eurem Leben lebendig zu fühlen, ja. Und ja, ich denke, der Eremit, der zeigt hier darauf hin, dass das ist erst der Anfang von einem neuen Prozess, auch von so einem neu, von dieser neuen Orientierung. Ich denke, das, was wir hier als Entscheidungskarte gesehen haben mit dem Wagen, ist zunächst mal die Entscheidung, auf euch selbst zu achten und auf euch selbst zu vertrauen. Ich denke, die hat noch gar nicht so viel mit konkreten Entscheidungen im Alltag oder zu ganz konkreten Situationen zu tun, sondern eher, wie gesagt, ich entscheide mich jetzt für mich selbst. Also das ist auch die wichtigste und erstmal auch eine grundlegende Entscheidung für euch. Wie sich das dann im Einzelnen weiter ausformt, ich denke, da kommt vielleicht noch gar nicht so viel Veränderung im Außen. Ich denke, ihr braucht jetzt wahrscheinlich auch den April und diese Energien erstmal für diese innere Klarheit, für euch jetzt da sein zu wollen und euch nicht mehr so stark einem Außen unterwerfen zu wollen. Und ich denke, klare Entscheidungen, die werden wahrscheinlich dann erst im Mai Gestalt annehmen und dementsprechend wahrscheinlich auch konkrete Veränderungen in eurem Leben. Aber das hier ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess, der hier stattfindet. Ja, Acht der Schwerter. Und der Eremit also nochmal, ja, das ist die Energie, die euch aus diesem Kreislauf, aus diesem Hamsterrad der Gedanken befreit. Ja, und ich denke, dass diese Energie, die, mit der hattet ihr wahrscheinlich sehr, sehr lange zu tun. Innerer Zweifel, innere Unsicherheit, innere Ängste, dieses Gefühl, ich finde aber auch keinen Ausgang, keine Lösung. Weil hier möglicherweise immer noch der Versuch dahinter gestanden hat, es allen recht zu machen, alle Erwartungshaltungen zu erfüllen, aber irgendwas bleibt auf der Strecke. Ja, das ist ja ein Versuch, der einfach zum Scheitern verurteilt ist, wenn man es allen recht machen möchte. Im Prinzip, ja, kann man es dann letztendlich nur sich selbst recht machen. Ja. Ja, also hier ist ein unglaublich wichtiger, hier ist eine unglaublich wichtige Veränderung sichtbar, und zwar die Orientierung weg von außen und hin zu sich selbst. Ja, und da ist sehr, sehr viel Heilungsenergie mit drin. Der Eremit ist eine Jungfraukarte, sechstes Haus, hat dann also auch ganz viel mit dem Thema Gesundheit zu tun. Auch der Alltag wird symbolisiert von dieser Jungfrau-Energie. Sprich, ihr achtet im Alltag auch darauf, euch immer wieder an euch selbst zu orientieren, immer wieder in die innere Verbindung zu euch selbst zu gehen, zu kommen. Nochmal ganz kurz hier zu diesem Buben der Schwerter. Also der kann durchaus auch anzeigen, dass hier bestimmte Informationen zu euch kommen, oder ja, bestimmte Informationen zu euch kommen, die wirklich ein Auslöser sein können oder gar ein Katalysator für diesen ganzen Prozess. Ja. Okay, so lasse ich es mal stehen.
interessante Legung, intensive Legung, das werden intensive Energien sein für euch im April. Aber wie gesagt, ich denke, sehr, sehr heilsame Energien. Nehmt euch all die Zeit, die ihr für euch braucht, so viel wie es geht, und findet wirklich in diese Ruhepunkte für euch selbst. Ich wünsche euch, ja, diese Stärke, dass ihr den Fokus auf euer Herz halten könnt, auf eure Freude halten könnt. Alles Liebe von dieser Stelle. Ich sage Namaste, lasst es euch gut gehen. Tschüss.